Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen wieder bei der Pixelwarte, Teil 2 unseres wunderbaren kleinen 360-Grad-Blogs. Eine neue Bubble ist hier und ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir sind hier bei Airborne Studios in Berlin und was Airborne Studios ist und was sie genau machen, das werden euch gleich Steffen und Julian erzählen. Ja, bitte, wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, bitte. Hi, ich bin Steffen Ohr und einer der Gründer von Airborne Studios. Und bin hier verantwortlich für die Leitung der Character Art, der Grafik, für, also die Erstellung der Charaktere, für die, an denen wir arbeiten. Mhm, alles klar. Ja, ich bin der Projektmanager des Studios, kümmere mich also um allgemeine Koordinationssachen, Projektlogistik und generell geht es darum, einfach den Artist zu ermöglichen zu arbeiten. Super, alles klar. Ja, da kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Die Fragen, die hatte Hannes wieder mal vorbereitet und ich freue mich sehr darüber, weil manchmal ist es halt bei der Menge, die wir hier sozusagen bearbeiten dürfen, dann auch schwer, immer so den richtigen Weg zu finden. Von daher, wer oder was sind die Airborne Studios? Welche Rolle oder welches Instrument spielt ihr im Konzert der Videospielbranche? In diesem Fall geht es mir hier oder uns so. Wieso gibt es euch? Wir sind, ursprünglich waren wir reiner Dienstleister für Grafik-Outsourcing oder sind halt über Freelancer, aber ich glaube, da können wir später noch dazu kommen. Mhm. Und jetzt sind wir mehr aufgestellt in Richtung Grafikagentur, das heißt, wir vermitteln Talente an Firmen und produzieren aber auch Content selbst, grafischen Content für Videospiele. Mhm. Hauptsächlich. Bisschen Film, bisschen Fernsehen, bisschen Werbung, aber hauptsächlich Videospiele. Alles klar. Und wieso Videospiele? Wie hat sich das ergeben im Laufe der Zeit? Wir kamen alle aus der Spieleindustrie und wir haben zusammen schon vor, oh Gott, wie lange ist das jetzt her, über 10 Jahren gearbeitet in einem Berliner Studio. Aha. Und daraus sind halt dann einzelne Freelancer geworden, als das Studio dann geschlossen wurde und dann nach und nach haben wir wieder zueinander gefunden und haben angefangen miteinander zu arbeiten wieder. Darf ich fragen, welches Berliner Studio das war? Das war das SEK, Spieleentwicklungskombinat. Wir haben damals an Parabolt gearbeitet. Parabolt, echt? Ja. Wow. Davor war Wiggles deren Titel und dann wurde deren Publisher Sunflowers von Ubisoft gekauft. Oh. Und dann wurde das SEK geschlossen. So. Alles klar. Und ja. Wie lange hat es existiert? Oh, von 2000, glaube ich, bis 2006. Ja. 2006. Okay. Ist ja eine beachtliche Zeit, nicht? In der deutschen Videospielbranche kann man ja sagen, 6 Jahre ist eigentlich schon, nicht? Wie viele machen so im Schnitt auf und zu, nicht? Das ist ja hier. Da gibt es einige, ja. Das ist unglaublich, ne? Wie ist da eure Genese? Wie ist Airborne Studios entstanden und gewachsen? Wir haben das gerade mal so kurz anmoderiert, aber so zeitlich. Also, wann ging es bei euch so richtig los mit dem ersten großen Auftrag, wo ihr schwitzige Hände bekommen habt und gesagt habt, oh, war ja jetzt geht die Post ab? Also erstmal ging es los mit dem, wie gesagt, mit dem Freelancen und dann war es halt ganz schnell so, dass die Projekte zu groß waren, um mit einer Person dran zu arbeiten und dann ging es halt schon mit 2, 3 Leuten los und irgendwann kam, also wir hatten anfangs so für Siedler 6 und 7 Sachen gemacht und dann kam mit einem Projekt, auch aus dem Hause Ubisoft, das dann Champions of Antaria werden sollte, die Möglichkeit, aber auch die wir mussten eine Firma gründen, weil einfach die Verantwortung für eine Person zu groß war. Mhm. Und von da sind wir im Grunde weiter organisch gewachsen, bis wir dann die GmbH gegründet haben. Einfach um ein bisschen mehr Sicherheit für uns zu haben, aber auch um den Mitarbeitern, also den Selbstständigen sowie als auch dann später den Angestellten bieten zu können. Was heißt Risiko in diesem Fall? Wie kann man das für den User, der das hier sieht, so ein bisschen erklären? Na, es ist ja so, dass bei der Arbeit, es sind ja Budgets, die da laufen. Wenn man die persönlich, für die persönlich haftet, ist das natürlich schon ein Risiko, wenn da irgendwas daneben geht. Da ist die Firma dann schon sicherer. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man als Firma für den Kunden eine stabilere Basis bieten kann und die natürlich auch lieber mit uns arbeiten als Firma, als mit einer Handvoll Einzelleuten, weil sie dann auch jemanden haben, den sie in die Verpflichtung nehmen können, wenn es denn so weit kommt. Mhm. Kam noch nie so weit, aber es ist schon für den Kunden angenehmer, einen Ansprechpartner zu haben. Aha. Deine Rolle ist eher so ein Producer, ne? Ist das, darf ich das so, oder wie erklärt man das? Oder bist du Coach oder was bist du? Oder Mann für alles? Oder? Na, ich habe halt mehr den Prozessblick einfach drauf und ich in vielen Projekten
bin ich auch so ein bisschen der Ansprechpartner, halt so in beide Richtungen. Ich vertrete sozusagen die Partner nach innen und umgekehrt die Firma dann für den Partner, wenn der irgendwie jetzt eine Frage haben will, dann und einfach wissen wollen, wann können wir denn damit rechnen oder weiter fort, dann können Sie unter Umständen erstmal mich fragen und ich sozusagen besorge dann die Antwort. Kümmere mich aber auch im Vorfeld, geht es einfach ganz um diese gesamte Projektlogistik, bevor überhaupt ein Projekt eigentlich losgeht, also wenn es darum geht, wie viel kommt denn da an, das muss dann geschätzt werden. Was mache ich denn zusammen mit den Artists sozusagen, gibt es wieder und so ein bisschen diese vertraglichen Sachen einfach aus dem Weg zu schaffen, dass dann einfach die Leute möglichst schnell losarbeiten können. Verstehe. Und bin auch derjenige, der dann durchaus dann auch auf Konferenzen ein bisschen umher ein paar Talks macht und da sich dann auch nochmal mit Leuten trifft oder so, die Firma da ein bisschen nach außen hin vertritt. Was hat diese Trennung sozusagen Gutes an sich? Also was ist sozusagen in der Vergangenheit passiert, dass das sozusagen auch zwingend wurde? Das war einfach das Wachstum. Ja, also irgendwann war es halt notwendig, dass wir dedizierte Leute für bestimmte Aufgaben haben, die nicht nur Grafik sind. Weil es wird der Overhead wird halt mehr. Je mehr Leute da arbeiten, desto mehr Verwaltung muss halt auch einfach passieren, damit es dann auch läuft. Mhm. Wenn man das nicht macht, kann es halt dann ganz schnell mal, verzettelt man sich. Und dann ist es schon ganz gut, da dediziert Leute zu haben, die sich um die Planung und um den Ablauf abseits der Grafik kümmern. Mhm. Ja. Weil das ist ja auch ein sehr sensibles Feld und ich denke, du bist da jemand, der auch das Sensible so ein bisschen davor schützt, zu schnell von monetären Interessen überrannt zu werden, nicht? Also, oder? Nein, also darum geht es gar nicht. Also was irgendwie gemacht wird und wie gearbeitet wird, das entscheidet ja sowieso also aus der Firma heraus. Das bin ja sozusagen nicht ich als Person so, sondern das ist ja eher eine Sache auch der Artist selber und der Geschäftsführung, dass man sagt, welche Projekte sind interessant, welche sind sinnvoll. Mhm. Und da bin ich jetzt nicht derjenige, der irgendwie den Filter macht, sondern das ist ja nicht meine Entscheidung. Das ist einfach nur eine dedizierte Position notwendig war, halt einfach, wie Steffen sagt, mit dem eher wirklich mit diesem Umstand zu tun, dass in den Anfangsjahren der Firma ist es sozusagen auf mehrere Schultern verteilt worden und irgendwann einfach sind es dann so viele Projekte, dass man dann irgendwann mal gesehen hat, wie viel Zeit dann eigentlich drin liegt und dass dann eine Person, die nur diesen Blick hat und ich bin halt derjenige, der in alle Projekte involviert ist und deswegen so ein bisschen den Metablick hat und auch hier so ein bisschen dafür sorgen kann, dass sich dann halt die einzelnen Leute in den Projekten mehr auf die einzelnen Sachen auch konzentrieren können, anstatt jetzt immer noch zu gucken, wo jetzt vielleicht woanders noch irgendwie gerade eine Baustelle ist oder zu wissen, wann ist wo an anderer Stelle vielleicht ein Projekt fertig. Das heißt, da sind dann irgendwie wieder Leute frei, die könnten in den anderen Projekten aushelfen oder so und das ist dann halt auch mit meiner Position einfach so diesen eben den Blick von oben drauf zu haben. Ich könnte noch weiter reden über die Arbeit, wie tief man da reinfällt, weil für mich bist du da wahrscheinlich so ein Gottesgeschenk an den Künstler, einfach um diese, deswegen meinte ich das mit dem Sensiblen, diese Aura sozusagen des Schaffens, des Kreierens, die ist ja sozusagen einem finanziellen Aspekt unterlegen. Also man muss sozusagen in einer bestimmten Zeit zu einer bestimmten Deadline liefern. Und es muss überzeugend sein und es muss toll sein, es muss mich sofort nehmen. Ja, wenn ich sehe, muss ich einfach nur begeistert sein. Mit anderen Worten, du kannst die Kraft deiner Talente richtig einschätzen, um sie dann vielleicht auch in eine bestimmte Richtung zu bringen? Nein, überhaupt nicht. Das funktioniert ja bei uns eher bottom to top. Also ich steuere hier überhaupt niemanden oder so. Und auch diese Schätzung, das ist sozusagen, das kommt von den Artists. Ah, die müssen einschätzen, was irgendwie sinnvoll ist für eine Zeit. Und das Tolle ist ja auch, dass man eben hier, wie Steffen schon meint, die sind ja schon alle so gerade vom Kern, alle ein bisschen länger in der Branche. Das heißt, dass die Schätzungen, die da rauskommen, auch eigentlich in der Regel realistisch sind, dass man damit gut planen kann. Und ich mache da überhaupt keine Vorgaben, was das angeht, sondern ich lasse das eher kommen. Also das ist dann eher, ich wäre ja auch nicht die richtige Person, das zu beurteilen, sondern das müssen am Ende die Personen ja auch mitmachen, die in der Umsetzung beteiligt sind. Ja. Weil dann sind sie auch committed dazu, das sind halt auch ihre Schätzungen. Wenn ich jetzt da hinkomme und sage, das muss in 5 Tagen passieren, aber es ist völlig unrealistisch, dann kann jeder am Ende die Hände in die Luft werfen und sagen, ja, du hast es gesagt, aber es war halt nicht realistisch. Nein, also das ist überhaupt nicht so. Ich mache wirklich so eine koordinierende Fassung, aber keine steuernde oder so. Ich bin halt derjenige, der irgendwie dann auf vielleicht Probleme hinweist, wenn ich sie sehe, so einfach zeitliche Probleme oder wenn ich sehe jetzt, da sind jetzt gerade viele Projekte, die jetzt an einer Zeit stattfinden würden, das sollte man nicht machen. Aber so diese Bewertungssachen oder so, die finden direkt von dem Artist statt, von den jeweiligen Projekten. Toll. Wie viele Projekte habt ihr gerade so in der Pipe? Kann man das so grob sagen? Es sind eigentlich immer so, kann man sagen, 6 bis 8 vielleicht mal so. Parallel. In unterschiedlichen Größen. Also genau, es gibt auch einige Projekte, die dann halt schon sehr langfristig laufen.
wo dann aber auch teilweise nicht so sehr viel Pflegeaufwand ist, sondern dann kann man die Sachen halt ganz gut strecken. Mhm. Was war das längste Projekt bisher, was ihr, an dem ihr gearbeitet habt? Ist gerade im Hintergrund Overwatch. Aha. Also an dem arbeiten wir jetzt seit 2014. Das heißt, also da ist immer Content. Das ist für uns natürlich auch ideal, dass es inzwischen Spiele gibt, die Live-Content haben, wo immer wieder neue Sachen gebraucht werden. Mhm. Weil früher war es ja so, du hast ein Spiel gemacht und dann irgendwann kam die nächste Produktion. Und mit Glück dann wieder mit denselben Leuten. Und jetzt haben wir halt das Glück, dass wir mit denselben Leuten schon über sehr viele Jahre parallel zusammenarbeiten können und da auch sehr gut ins Team eingebunden sind. Sehr schön. Das heißt, Entschuldigung. Davor war sicherlich dann Ori gewesen, sicherlich von der Produktion. Ja, Ori war auch ungefähr 4 Jahre. An dem Spiel gearbeitet haben. Aha. Aber das war auch eher die Ausnahme, weil für gewöhnlich sitzen wir nicht ganz vom Anfang bis ganz zum Ende dabei, sondern sind halt eher so entweder am Anfang dabei in der Konzeption oder dann in der Umsetzung. Das sind immer sehr begrenzte Zeitrahmen. Also das sind dann halt, keine Ahnung, ein halbes Jahr bis ein Jahr ist normalerweise in der Spieleproduktion so der Rahmen, in dem Outsourcing passiert. Kann man so sagen, dass, ich will das jetzt mal so ganz flapsig formulieren, Overwatch ist ja schon so der erste Schritt einer Industrie in den Bereich Game Service, glaube ich, sagt man als neues Wort. Ist das sozusagen auch schon, kann man das als positives Merkmal einer gewissen Langfristigkeit werten, dass ihr sozusagen immer wieder dadurch jetzt auch neuen Content liefert, weil die Spieler so begeistert sind von dem Spiel Overwatch und weil sie eben längerfristig daran jetzt auch teilhaben wollen? Klar, also für uns als Firma ist es natürlich immer der Idealzustand, wenn wir langfristig zu tun haben. Aha. Dann ist ja auch nicht so, dass wir jetzt die Befürchtung haben müssen, in 3 Monaten ist die Produktion vorbei, was machen wir danach? So, jetzt können wir halt ein stabiles Team aufbauen, was dediziert an dem Projekt arbeitet, und im Idealfall halt über Jahre. Ja. Und man kann halt auch das, was man gelernt hat, auch wirklich langfristig mal anwenden. Bei manchen Projekten ist es halt so, das sind dann vielleicht 3 Monate und dann hat man am Ende eigentlich so, dass man sagt, jetzt haben wir eigentlich die volle Geschwindigkeit aufgenommen, jetzt haben wir die Pipeline so richtig aufgebaut und alle sind komplett in dem Stil drin und man hat ein Verständnis und dann ist das Projekt vorbei. Aha. Und bei Overwatch ist es halt eigentlich so, dass man einfach wirklich über die Zeit viel aufbauen konnte, auch die Tools haben sich weiterentwickelt und dass man aber einfach dann auch nach und nach einfach immer seine Arbeit dann verbessern konnte. Und dann natürlich auch das Schöne ist immer, dass man natürlich immer noch neue Leute wieder mit reinnehmen kann ab und zu, weil dann gibt es immer so einen Stamm von Leuten, die schon sehr viel Erfahrung in dem Projekt haben, die dann die anderen Leute sozusagen unter ihre Fittiche nehmen können. Und es gibt halt auch schon viel Dokumentation. Das ist, bei einem Projekt, das 3 Monate läuft, rechnet sich kaum eine komplexe Dokumentation aufzubauen. Natürlich muss man ein Stück weit Dokumentation da haben, damit die Leute alle auf demselben Niveau arbeiten können. Aber bei so einem Projekt wie Overwatch oder Fortnite, was über Jahre läuft, ist halt so viel Dokumentation da, dass Leute, die neu ins Projekt kommen, auch schon besser vorbereitet werden können. Ja. Du sprichst Fortnite an. Ich meine, ihr habt ja wirklich die Tops im Moment so im Boot. Wie ist denn so die, kann man das so sagen, prozentual, der grafische Anteil zum Beispiel an Overwatch? Kann man mal so eine Zahl nennen, dass der User versteht, der das jetzt sieht, wie groß euer Impact ist dort? Also kann man sowas irgendwo in eine Relation setzen? Also wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt am 100. Asset für Overwatch gearbeitet in der Zeit. Das sind dann halt Skins und Waffen und das ist dann halt, mal gehören die Sachen zusammen, mal sind die Sachen getrennt. So, und das sind jetzt halt so über die 4 Jahre haben wir so an 100 Assets, 100, das sind jetzt schon drüber, aber ja, so gearbeitet. Im Spiel sind jetzt, keine Ahnung, ich müsste jetzt zählen, ich weiß nicht, wie viele Skins inzwischen raus sind. Das, ich glaube 50 oder so hatte ich mal. Ja. Insgesamt. Okay. Und ist es dann so, dass ihr praktisch eine grafische Vorlage bekommt, die ihr dann noch veredelt, verbessert, mit eigenen Ideen aufladet? Also ja, wir arbeiten mit Konzepten, die von Blizzard produziert werden oder von externen Partnern für Blizzard produziert werden. Und dann ist unsere Aufgabe, also bei den Konzepten geht es vor allem darum, die Idee zu schaffen. Nicht unbedingt, das soll jetzt so genau im Spiel aussehen. Unsere Aufgabe ist es dann, das so zu machen, dass es wie Overwatch aussieht. Okay. Also die Konzepte sind auch unterschiedlich im Detailgrad. Das kann mal schneller sein, mal länger sein und dann, da geht es dann halt wirklich mehr um die Idee als um, es muss nicht so final aussehen, weil dafür sind wir ja da. Alles klar. Ja. Also ihr seid sozusagen nicht nur, ihr schafft nicht nur, ihr setzt nicht nur um, sondern ihr setzt noch einen drauf gewissermaßen, also oder versucht zumindest. Ein Stück weit schon. Ist auch immer gehört zur Arbeit des 3D-Artisten zu, weil ja die Konzepte auch nie den kompletten Aspekt eines Models abdecken. Du hast nur bestimmte Perspektiven und es gibt sozusagen eh immer Bereiche, die müssen auch interpretiert werden. Das ist halt dann auch ein iterativer Vorgang, der dann im Zusammenspiel mit Blizzard ist.
In anderen Projekten ist es natürlich so, da machen wir zum Beispiel auch nur die Konzepte vielleicht und die 3D-Umsetzung findet durch jemand anderen statt. Aha. Und dann gibt es noch die Projekte, wo wir halt beides machen. Also da entwickeln wir das Konzept, sozusagen machen das Character Design und so weiter und so fort und dann findet auch die Umsetzung davon bei uns statt. Ja. Sozusagen alles aus einer Hand. Das ist je nach Projekt unterschiedlich. Der Impact bei Ori, weil das erste Mal, wo ich sozusagen auf einmal so gehört habe, da gibt es ein deutsches Studio hier in Berlin, die haben an Ori gearbeitet, da ist mir so die Kinnlade runtergefallen, weil ich so dachte, wow, das ist für mich extrem, weil ich das gar nicht erwartet hätte. Dann, wie gesagt, habe ich euch ja langsam so ein bisschen kennengelernt, nicht mittlerweile, wenn man auf eure Seite guckt, das ist unglaublich. Wie ist bei Ori, wie war das? Wie ist dieses Projekt zu euch gekommen, beziehungsweise was hat das mit euch gemacht? Also Ori kam zu uns über einen, also wirklich gemeinsamen Bekannten von mehreren Leuten, die mit uns zusammenarbeiten. Thomas Mahler, der ist der Gründer von Moon Studios. Mhm. Und Ori war seine Produktion. Der hatte damals bei Blizzard gearbeitet und hat sich dann entschieden, er möchte mal sein eigenes Ding machen. Mhm. Hat einige Projekte gepitcht. Mhm. Und eins davon war halt Ori. Und wir kennen uns halt schon sehr lange. Mhm. Übers Internet. Er hat früher als Grafiker gearbeitet, inzwischen ist er hauptsächlich als Game Designer und halt für Moon Studios unterwegs. Aha. Und halt Ori ist halt so mit seinem Baby. Okay. Und es war, als wir eingestiegen sind, noch sehr viel simpler vom Stil her. Und dank Microsoft als Partner für sie war aber auch die Möglichkeit, da wirklich was zu entwickeln. Und mhm. dann hatten wir das Glück, dass wir an dem Projekt halt mehr oder weniger komplette kreative Freiheit hatten. Wow. Also da ging es halt wirklich von den ersten Skizzen bis zum fertigen Produkt, war ja alles, kam ja alles mehr oder weniger von uns. Mhm, okay. Und das war, ist schon schön, wenn man dieses Vertrauen hat, wenn das funktioniert. Ja. Und das war spannend, war sehr herausfordernd, war auch für viele Beteiligte sehr, sehr anstrengend, an Ori zu arbeiten, mhm. weil es ist halt eine Indie-Produktion, auch wenn Microsoft dahinter steht finanziell, mhm. ist der Budgetrahmen natürlich ein anderer, als wenn man, keine Ahnung, für Microsoft an einem Halo arbeitet, was natürlich ein Multi-Millionen-Riesentitel ist. Und die rechnen natürlich anders als mit einem Titel, der für sie zu dem Zeitpunkt noch nicht so wichtig war. Ich denke, es hat sich inzwischen gewandelt, weil Ori ja doch ziemlich gut abgegangen ist für die Xbox. Und ein zweiter Teil, ne? Zweiter Teil wird gemacht, an dem sitzen wir nicht. Aha. Weil die Artists, die nach 4 Jahren daran gearbeitet haben, gesagt haben, okay, es reicht jetzt auch erstmal. Mhm. Es war, also am Anfang der Entwicklung haben einige von uns noch, also vom zweiten Teil haben einige von uns noch ein bisschen Einfluss gegeben mhm. und halt auch neue Leute trainiert, mhm. sodass sie in, mhm. in dem Stil besser arbeiten können, wissen, worum es geht. Mhm. Aber inzwischen ist das alles direkt beim Moonstudios passiert, die Grafik. Ah ja. Wahnsinn, sehr spannend. Das ist also wie gesagt, das ist so, das kriegt man draußen gar nicht so richtig mit. Also ich habe immer das Gefühl, es gibt so viele tolle Sachen zu berichten im großen Spielejournalismus und hier ist sozusagen, hier müssten sich eigentlich die ganze Presseriege müssten sich die Klinke in die Hand geben. Aber ihr seid ja so, ihr fliegt ja lieber unterm Radar, ne? Kann das sein? Ist ja auch für unsere, ist ja auch im Sinne unserer Kunden. Also es ist ja, wir produzieren ja selten aus uns heraus. Also wir machen natürlich schon irgendwie auch eigene Sachen fürs Portfolio oder so. Mhm. Und vielleicht sind, also wir haben ja mit einer kleinen Eigenentwicklung auch ursprünglich angefangen mit so einem Mod-Projekt. Mhm. Und das ist schon ganz nett, aber irgendwo müssen wir ja auch finanziell gut dastehen. Und uns war wichtig, dass wir an vor allem sehr schönen Produktionen arbeiten, die visuell interessant sind. Und das, zum Glück haben wir das jetzt seit ein paar Jahren, dass wir wirklich hauptsächlich an Projekten arbeiten, auf die wir wirklich stolz sein können und die Spaß machen. Ja, die riesengroß sind. Ich will mal ganz kurz hier ein paar Namen nennen, wenn euch das nicht stört. 343 Industries, Machine Games, Blizzard, Ubisoft, Gearbox, Crytek, Deep Silver, Blue Byte sind alles wohlbekannte Namen, die ihr eure Kunden nennen dürft. Das Thema Enge und Weite dürfte mehrfach Programm sein, denn ihr bewegt euch von außen betrachtet ja in einem Kraft- respektive Spannungsfeld. Einerseits seid ihr Künstler, arbeitet an Werken einer Kunstform und andererseits seid ihr Dienstleister. Das heißt, die Freiheit oder Weite eures Schaffens kann durchaus eingeschränkt sein. Inwiefern besteht dieses Spannungsfeld oder noch genauer, wo besteht es überhaupt und wie begegnet ihr diesem? Also du hast es gerade schon kurz erwähnt, du hast gesagt, es gab so einen Wechsel. Ich habe von vornherein gemerkt, okay, alleine eigene Projekte zu schaffen, damit kommen wir nicht weit. Wir arbeiten gerne als Dienstleister für interessante Projekte, aber die fliegen einem ja auch nicht so richtig zu und das Vertrauen ist ja auch nicht da. Wie habt ihr euch sozusagen den Vertrauensvorschuss bei den Großen erworben, um in solche Projekte einsteigen zu oder einbezogen zu werden? Wir sind da definitiv organisch reingewachsen. Das ist ja nicht so, dass wir
das groß geplant hatten. Wir wussten, also natürlich will jeder als Grafiker irgendwann mal für Blizzard arbeiten und am liebsten würden alle dann auch direkt nach Kalifornien gehen oder so. Das passiert ja nicht jedem. Also das war ja hier ein jahrelanger Prozess. Ich meine, wir haben als Freelancer 2007 angefangen. Das ist jetzt 11 Jahre her und nach und nach ist das halt gewachsen. Und ich nenne es immer so, wir sind ganz gut hochgestolpert. Wir hatten da ziemlich viel Glück und haben natürlich auch dadurch, dass wir ziemlich viel präsent waren, zumindest in der Grafik-Community online, haben uns halt auch glücklicherweise die richtigen Leute gesehen. Und darüber ist das halt so entstanden. Ja. Also man darf auch sagen, so was diese von dir angesprochene Sichtbarkeit nach außen hin angeht, ist es ja eher so jetzt, ja, die wird mir jetzt hier vielleicht von der Presse gesehen oder nicht, aber was so an sich die Szene angeht, also auch so Steffen und auch ein paar andere, die waren halt immer sehr aktiv in den ganzen Foren, auch so Polycount und so unterwegs und haben da also auch einfach schon so ein Netzwerk mit aufbauen können, dass, und da ist auch so ein bisschen Bekannter jetzt gerade her, und wie gesagt, auf Artstation sieht man es ja auch, also da hat man eine relativ große Gefolgschaft, also man kann halt sagen, da wo es wichtig ist, kennt man uns schon, ne? Also da wo es wichtig ist, nicht? Das ist eben für nicht jeden irgendwie erkennbar, nicht? Das ist halt so eine ganz eigene interne Szene und da ist wahrscheinlich auch das die Frage sozusagen, wo ist da der Künstler, nicht? Oder wo ist der Künstler, der bewegt sich dann doch eher in solchen Umgebungen, Gefilden, wo es auch so ein Naturschutzgebiet ist, kann man das sagen? Ein Stück weit schon. Ja. Und dann ist natürlich auch die Sache, dass die Presse natürlich von den Entwicklern berichten möchte und nicht, also wir sind ja im weitesten Sinne keine Spieleentwickler. Wir arbeiten natürlich für die Spieleentwicklung, aber wir sind natürlich losgelöst ein Stück weit. Ja. Es war im Grunde nur bei Ori der Fall, dass wir wirklich tief in der Spieleproduktion mit drin waren. Also als wir, als Airborne Studios. Vorher haben viele von uns als Individuen in verschiedensten Produktionen gearbeitet. Und ich glaube, es war auch vielen von uns wichtig, dass wir Abwechslung haben. Weil wenn du in einer Spieleproduktion arbeitest, kann es halt sein, dass du 5-6 Jahre lang immer das Gleiche machst. Und dann an immer denselben Titel arbeitest. Und das war für uns eigentlich ganz schön, dass wir jetzt die Chance haben, an vielen unterschiedlichen Projekten zu arbeiten. Und auch mal auch in einem... Also klar, wir finden es super, dass wir Kunden haben, mit denen wir jahrelang zusammenarbeiten können. Aber natürlich ist die Abwechslung auch super. Klar. Ich glaube, es ist ganz wichtig für die Seele. Nicht? Also, ja. Nicht. Und was nochmal diese Spannungswelt angeht, also bei solchen Produktionen sind wir am Ende halt einfach Dienstleister. Das ist halt auch so, man kann halt nicht alles machen, sozusagen genau wie man es will, aber eigentlich ist es in allen Projekten auch wirklich ein kollaborativer Prozess. Ne? Also wir geben ja auch unseren Input rein und haben auch Vorschläge, und in vielen Projekten ist dann auch so, dass dann die Vorschläge auch berücksichtigt werden, mal mehr und mal weniger. Aber es ist ja auch wirklich auch für uns eine Lernmöglichkeit. Also gerade so bei Blizzard oder so wird halt sehr viel iteriert. Aber kann auch mal sagen, das Feedback, was kommt, ist halt auch gut und nachvollziehbar und macht das Resultat wird dadurch auch besser. Deswegen ist das ja nicht irgendwie eine Grenze, eine Limitierung, eine Schranke, sondern eher so eine Lernmöglichkeit, dass man da einfach noch Sachen mitnimmt und selber noch sagt, einsieht und da auch noch ein bisschen die eigenen Prozesse oder auch sozusagen die Arbeit an sich verfeinern kann. Und dadurch, dass man auch, wie Steffen schon meinte, eben das kommt nochmal zu, dass wir einfach an vielen Projekten gleichzeitig arbeiten können. Also dass man da auch immer nochmal diese Abwechslung hat und dass man auch einfach noch bei manchen Sachen, man kann so ein bisschen die Rosinen noch rauspicken und bei manchen Sachen kann man auch irgendein Artist zum Beispiel sagen, das sieht cool aus, der würde ich gerne mitarbeiten und dann versucht man das schon irgendwie zu arrangieren. Und dann wird es halt auch so ein bisschen dieser Wunsch vielleicht befriedigt, das macht, ich würde jetzt gerne was in dem Stil machen oder diese Art von Objekt oder ich würde mal gerne wieder irgendwie jetzt nicht irgendwie einen zweibeinigen Charakter machen, sondern ich möchte jetzt wieder ein Creature machen oder so. Und dann guckt man halt, wo das in welchen Projekten das irgendwie möglich ist, ob es passt und dann wird es halt irgendwie möglich gemacht. Wie groß sind die Teams, also die hier sozusagen bei Airborne an Projekten arbeiten? So? Das ist wirklich unterschiedlich. Ich glaube, die größten sind so, ich denke, so 15 Leute ist so das Größte, was wir als ein Team an einer Produktion mal hatten. Vielleicht ist es dann auch mal, also mit den Leuten, die wirklich dann fix auf dem Projekt arbeiten. Dann kann es sein, dass ab und an Freelancer hier und da aushelfen. Dann wächst es vielleicht auch noch mal ein bisschen größer. Aber so, das ist so die gängige Größe ist, denke ich, so 5 bis 10 Mann. So. Das ist so der Rahmen, in dem wir uns normalerweise bewegen. Also sehr, sehr dedizierte Leute, die dann halt auch nur diesen Aufgabenbereich abdecken. Da gibt es aber natürlich auch so die kleinen Sachen, wo vielleicht so ein kleineres Konzeptprojekt, wo dann wirklich bloß 1-2 Konzeptartists drauf sitzen. Das gibt es halt auch. Alles klar.
Ich habe ja eigentlich schon, die meisten Fragen haben wir, glaube ich, schon. Ja, hier ist was Interessantes. Wie viel Ausbildung müsst ihr in eurem Studio zusätzlich leisten? Oder ins, das werde ich machen. Sowas kenne ich tatsächlich nicht. Gibt's Kondenswasser. So, wir laufen. Was haben wir denn noch? Ja, wir waren gerade noch in der Ausbildung. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema, weil wir haben ja öfters auch Leute bei uns auf dem Blog, die eben wissen wollen, wo gehe ich hin, wie geht's weiter, weil keiner einem so richtig was sagt, nicht? Und die eine Game-Schule zieht einem die Kohle aus der Tasche, nicht? Weil, und die Eltern sind frustriert, weil am Ende des Tages dann der Berufswunsch dann doch nicht so erfüllt wird, nicht? In der Competition, die krass ist im Moment, weil es so viele Angebote gibt an unterschiedlichen Games, an Möglichkeiten, an Immersionen, an Studios, ja? Durch diesen Dschungel sich zurechtzufinden, gerade in Deutschland, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und wenn man dann ins Ausland schielt, kommen genau die gesagten Probleme. Was wäre so eure Empfehlung? Wie könnte jemand in dem Bereich, der grafisch in so eine Richtung gehen will, wie euch, was würdet ihr dem vorschlagen? Also aus meiner Sicht funktioniert das ziemlich gut, was die HTW da macht. Aber das müssen dann auch Studenten, die da studiert haben, können das besser beurteilen als ich. Die School for Games in Berlin hat einen ziemlich guten Ruf. Da haben auch einige von uns, unter anderem auch Julian und Johannes, unser 2D-Lead doziert. Und ja, es gibt einige Schulen, aber ich bin in der Materie leider auch so tief nicht drin, dass ich das wirklich im Detail beurteilen könnte. Also was generell neu gesagt werden kann, man sollte sich einfach immer vernetzen und auf jeden Fall halt umschauen in den Communities, also halt wirklich Artstation bewegen, üben. Und auch halt in den verschiedenen Foren, wo man sich einfach mit anderen Leuten auch austauschen kann. Also ich finde das immer schon ein total wichtiger Punkt. Polycount ist eine große Ausbildungsstätte für 3D-Grafik in Spielen. Also welche? Polycount? Ist ein Forum, das jetzt, keine Ahnung, jetzt 20 Jahre existiert. Ja. Und ein Großteil der Leute sagt, Polycount war unsere Uni. Ah ja, toll. Also alles klar. Ja, da hat man vielleicht so Leute, die irgendwie da rein wollen, sitzen aber auf so ihrer Insel und zeigen ihre Arbeit nicht, aber lassen sich auch nicht so richtig inspirieren von anderen, holen sich irgendwie vielleicht Input und Feedback. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist eigentlich, dass man so ein bisschen da rausgeht und einfach guckt, was andere machen, aber auch sozusagen seine eigene Arbeiten irgendwie zeigt und sich dann Feedback holt und darüber wächst. Ne? Also das ist schon so ein wichtiger Schritt, also bevor man irgendwie in irgendwelche Schulen geht oder so, dass man da einfach schon mal ein bisschen die Füße ins Wasser irgendwie hat baumeln lassen, um zu gucken, wie es denn überhaupt so läuft und ob es denn einem liegt. Also ich finde, dieser Selbstbildungs-, Weiterbildungs-, Ausbildungsaspekt, ne, dieses ein bisschen autodidaktisch sein, ist auch ein gewisser Punkt, dass man sich auch nicht nur darauf verlässt, dass man alles, was man irgendwie braucht, eben von der Schule irgendwie bekommt. Also wir merken es halt auch, die guten Leute, die wirklich fit kommen, die sind halt auch fit, weil die halt einfach sehr irgendwie getrieben sind, weil sie sich halt umschauen, weil die total irgendwie unterwegs sind im Internet, weil die sich von sich aus irgendwelche Tools gucken und selbst machen und sich andere Workflows anschauen und üben und auch aus ihrer Komfortzone rausbewegen. Das ist auch unabhängig von der Schule, an die man geht. Und das ist halt ganz wichtig, wenn man halt nur, glaube ich, irgendwo hingeht und erwartet, dass man dann irgendwie als fertig ausgebildeter oder guter Artist rauskommt, dann ist das, glaube ich, schon so ein bisschen das falsche Mindset. Und man muss halt selbst machen. Und man muss auch halt wissen, es ist halt auch, wir bilden ja nicht auch, sondern wir bilden auch weiter und das müssen wir, weil sich halt im Laufe der Zeit immer ändert. Es gibt immer wieder neue Tools, die kommen, immer wieder neue Workflows und das ist halt auch für die erfahrenen Artists bei uns immer wieder ein Prozess, dass dann wieder ein neuer Trend auch kommt und dann schaut man sich wieder ein anderes Tool an und das wird dann irgendwann Teil der Pipeline oder auch nicht, wenn man es sich angeguckt hat und es funktioniert nicht gut. Oder es gibt ja immer wieder Trends, die kommen und dann geht es auch wieder. Ja. Aber ich finde es halt so ein Teil des Mindset, dass man einfach immer weiß, dass man sich ständig umschauen muss und selbst auch weiterbilden muss. Und dass das nicht einfach kommt und man nicht erwarten kann, dass das einfach von irgendjemandem einfach hinten reingedrückt wird. Ja. Und dann kann man es auf einmal, sondern das Wichtige ist einfach auch, dass man einfach trainiert und übt und sich einfach auch mit anderen Leuten umgibt, von denen man weiß, da kriegt man gutes Feedback und man kann dann auch lernen. Ja, ich habe gesehen, wie viel, das ist ja auch toll, das habe ich auch noch nie gesehen bei einer Firma, dass man sehen kann, mit welcher Software ihr arbeitet. Nicht? Das sieht man bei euch auf eurer Seite. Nicht? Und wenn ich da einfach mal durch, es hört ja gar nicht mehr auf zu scrollen. Ja, das ist, der Produktkatalog ist groß. Ja. Wow. Aber bei uns ist halt auch so, dass die Grafiker bis auf die Tools, mit denen wir direkt zum Kunden liefern, auch relativ frei sind, was sie machen wollen. Also wenn sie Open-Source-Software bevorzugen, können sie damit arbeiten. Also wenn am Ende das Format stimmt, was dann sozusagen der Partner haben will, alles, was sozusagen davor passiert, ist schon einen gewissen Freiheitsgrad. Ja. Mal mehr, mal weniger, aber
Man muss ja auch für die ganzen Sachen Lizenzen zahlen, nicht? Also da sind ja einige Sachen dabei, die sind ja nicht gerade billig. Nicht? Ja. Also die fallen ja nicht von der Decke. Gehört leider dazu. Also ja, ja. Aber klar. Ja. Aber am Ende des Tages, wenn man die halt braucht, dann muss man sie sich halt kaufen. Also genau. Da kommt man auch nicht drum rum dann. Also. Was letztlich dann auch für denjenigen, der hier arbeitet, bedeutet, dass er eben das auch benutzen darf. Ja, und das ist natürlich für jemanden, der hier neu anfängt, wahrscheinlich erstmal so, wow. Ja, also ich habe hier so ein Tool-Package. Ja, ich habe so eine... Wobei man dazu sagen muss, also inzwischen gibt es sehr gute Software kostenlos und auch die großen Hersteller für 3D-Software bieten für Studenten kostenlose Deals an. Also das ist natürlich inzwischen sehr viel einfacher, auch legal an die Software zu kommen und die anzuschauen, als es früher der Fall war. Empfehlung? Also wir arbeiten intern mit 3ds Max, hauptsächlich daraus, weil wir die meiste Erfahrung damit haben und weil es sich daraus entwickelt hat. Aber würde ich jetzt neu einsteigen, ich würde Blender lernen, weil es ist kostenlos, es kann unglaublich viel, es ist für mich als 3ds Max-Nutzer auch das, was mit am nächsten dran ist, was ich dann auch deswegen spannend finde, mir das anzuschauen. Ja. Und also ich würde als Anfänger auf jeden Fall mir Blender anschauen. Ja, schön, dass du das sagst. Die Blender-Community in Holland wird sich jetzt wirklich freuen. Ja, weil ich habe einen Freund von mir, der ist Developer und der arbeitet eben schon seit vielen Jahren mit Blender und ich kann das nur bestätigen. Ich finde es ein famoses Tool. Nicht? Also, wir haben ein paar Leute, die Blender benutzen, teilweise nur für sehr dedizierte Aufgaben. Andere Leute machen komplett ihre Arbeit in Blender, bis halt dann auf die Abgabe. Und bei unseren Kunden ist es fast immer Maya, dass wir liefern müssen. Das denke ich, ja. Ich muss sagen, dass natürlich viele an den Ausbildungsschulen, da verwenden die ja auch schon mal mindestens eins von den Standardtoolen, also sei es jetzt Maya oder 3D-Studio, also wenn die jetzt sozusagen dann Leute jetzt hierher kommen und zu arbeiten, das ist ja nicht plötzlich auf einmal eine völlig neue Welt oder so, sondern viele Sachen sind schon bekannt. Ich meine, Photoshop ist auch überall im Einsatz. Ja, also auch weil Adobe und Autodesk natürlich schon seit Jahren, also vielleicht seit 10 Jahren oder so, sehr stark in den Ausbildungsbereich pushen, indem sie die kostenlosen Lösungen anbieten. Beziehungsweise in Photoshop ist eigentlich, obwohl ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die Lizenz da aussieht, aber als ich angefangen habe, war die Photoshop-Studentenlizenz war ein Kracher. Also war sehr günstig und man konnte aber auch Geld damit verdienen. Das ist natürlich ein super Einstieg und man darf auch nach der Ausbildung weiterhin Geld damit verdienen. Das war schon sehr fair von Adobe, da kann man nichts sagen. Ja. Da ist Autodesk natürlich dann, sobald man in die Professionalisierung geht, gerade für jemanden am Anfang schon ziemlich teuer. Ja. So, aber ich sag mal, das ist jetzt kein Hindernisgrund, um mit uns zu arbeiten. Also das ist, also die, wenn wir jemanden hier haben, der aus Blender kommt und der entsprechend gut ist, dann ist der Aufwand, demjenigen Max und Maya so weit beizubringen, dass der Rest des Teams damit arbeiten kann, auch nicht mehr so groß. Papier und Bleistift, gibt es das hier noch? Im 2D-Bereich. Gibt es schon noch, ne? Ja. Und für die Rechnung. Super, alles klar. Aber wie Stefan mal genau sagt, also es ist generell auch, wer fit in einem Tool ist, der hat eigentlich in der Regel, der liefert gute Arbeit den anderen. Das ist dann eher einfach bloß, wie funktioniert die Sache in dem anderen Tool, das zu lernen. Das soll mit Sicherheit fleißig geflucht werden, aber es geht auf jeden Fall. Alles klar. Genau. Ja, in diesem Sinne erstmal herzlichen Dank, dass wir hier bei euch sein durften, dass ihr so schön, ja, dass wir aus eurem Nähkästchen mehr sehen durften und dass wir hier mit euch reden durften. Julian, Steffen, es war mir eine große Freude, nicht? Und gern geschehen, ja. In diesem Sinne, wir freuen uns jetzt auf die Gamescom, die nun ansteht als nächstes. Da werden wir auch ordentlich Content liefern. Ich hoffe, dass die Kamera dabei nicht solche Spirenzchen macht. Immerhin schaffen wir es jetzt 25 Minuten am Stück. Nochmal vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.